Wir haben heute das besondere Vergnügen, unsere ersten Botschafterin des Fonds, die Geschwister Hofmann, zu verkünden. Das ist insbesondere deswegen eine Freude, weil wir jetzt gemeinsam in der Zukunft an einem ganz, ganz tollen Thema arbeiten können, nämlich an dem Thema Kindern zu helfen, in eine verantwortungsvolle und in eine strahlende Zukunft zu kommen. Und Sie glauben gar nicht, wie viel Zeit wir investiert haben, hier einen richtigen Partner zu finden. Wie schwierig es doch ist, wirklich Geld zu verschenken, ja, im Positiven, und die Sicherheit und das Vertrauen noch zu haben, dort eine Organisation zu finden, wo Sie transparent haben und Sie sicherstellen können, dass auch alles, was wir dort reingeben, auch eins zu eins den Kindern zugutekommt. Ja. Und das haben wir geschafft, glaube ich, mit dem Deutschen Zentrum für Herz- und Krebskranke Kinder. Unter anderem begleiten wir ein, wie ich finde, hervorragendes Projekt, das nennt sich Dr. Leo Löwenherz, also kurz dazu. Und Dr. Leo Löwenherz sagt einfach eins, ich meine, die Hilfe fängt da an, wo der Staat aufhört. Das ist also die Nachsorge bei Kindern, die operiert sind und Familien, die es sich nicht leisten können, hier die Nachsorge zu bestreiten. Und da reden wir über eine psychosoziale und über eine psychotherapeutische Nachsorge. Wir haben lange gesucht nach etwas, wo wir den Menschen nicht nur Freude machen mit unserem Beruf, sondern wo wir auch helfen können. Das ist natürlich die absolute Erfüllung. Und dass wir das natürlich auch durch unseren Beruf machen können, das ist etwas ganz, ganz Tolles für uns. Wir haben lange gesucht nach Projekten, wo wir nicht nur irgendwie uns engagieren, um eine Spende zu überreichen und man weiß gar nicht, wohin sie dann kommt, sondern uns ist dann einfach wichtig, dass wir mit unserem ruhigen Gewissen, mit unserem Namen dann wirklich dastehen können und sagen können, jawohl, das hat Hand und Fuß. Da können wir wirklich mit ruhigem Gewissen sagen, ihr könnt dort spenden. Es kommt wirklich da an, wo es auch ankommen soll, nämlich bei den Menschen, die Hilfe brauchen, und nicht in irgendwelchen Bürokratien, wo es dann untergeht, das ganze Geld. Ganz besonders schön finden wir dieses Projekt Dr. Leo Löwenherz. Das hat uns eigentlich ganz besonders überzeugt. Man glaubt gar nicht, wie viele Kinder mit Herzfehlern zum Beispiel auf die Welt kommen. Also das ist wahnsinnig. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, 1% von jedem Neugeborenen hat einen angeborenen Herzfehler. Es sind ganz, ganz schlimme, lebensrettende Operationen notwendig. Und ich finde nicht nur die Nachsorge sehr, sehr wichtig, sondern ich finde auch die Art, wie man Kinder behandelt, einfach sehr, sehr wichtig. Weil diese Ängste, die Kinder vor so einer Herzkatheteruntersuchung oder vor Spritzen sitzen oder vor Vollnarkose haben, ich meine, das kann mir ja mit nichts aufwiegen. Diese Ängste, die bleiben, die haben Folgen. Und wenn man da einfach spielerisch an so Kinder rangeht und denen das einfach spielerisch erklärt, dass es medizinisch notwendig ist und sie nicht nur wie eine Nummer behandelt im Krankenhaus, dann finde ich das einfach ganz, ganz toll.